1, 0. Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier zum Arsch. Dabei, was ist hinterher? Grüße. Ja, ich werde noch ein bisschen was erkaufen. Wir haben noch ein bisschen Verwahren am Lager. Und du machst nebenbei schon mal die Bürokratie für den Umzug. Genau. Also nicht wundern, er muss gerade ein bisschen. Ja. Aufschreiben, was wir alles Schönes haben. Das sind in etwa so, der so wird wie bis jetzt auf. In etwa. Genau. Also 100% ist er ja eh nicht unbedingt notwendig, aber in die Richtung, im Groben. Muss ja nicht dastehen, wo er jetzt steht, sondern meistens da, wo es am besten passt, ne? Mhm. Kommen noch Hafer da. Schön Raps. Ja, wir werden dann Felder kaufen nach nicht gut dünken, etwa so, was wir vorher auch hatten. Aber wir werden auch schauen nach den Früchten, die drauf sind. Genau. Nach Möglichkeit, wenn wir es schaffen, auch Rapsfelder zu kaufen, dann kaufen wir Rapsfelder. Und ansonsten Weizen, Gerste. Das war halt das, was wir machen wollten, dann auch verwirklichen können. Von Mehl bis theoretisch Brauerei, ne? Genau. Apropos das Mehl. Wollen wir die Standardgetreidemühle gegen die von Fett ersetzen? Ja. Und dasselbe auch mit der Molkerei? Ja. Okay, dann mach ich das dann. Macht ja in dem Falle Sinn, weil du mehr Produktion hast, ne? Eben drum. So, da macht auch Sinn, wenn du das praktisch so verrechnest, dass hinterher wieder ungefähr gleich ist, ne? Mhm. Weil seine Produktion sind ja ein bisschen teurer. Also ich fahre einfach los, ich weiß gar nicht wohin. Ja. Depot. Bahnhof. Nicht wundern, ich krieg jetzt viel Geld. Okay. 2200. Nächste Kreuzung. Ich habe auch die Woche nicht viel geschafft zum Schauen. Das andere hat er jetzt vorgestellt, die mit der Produktion. Wo alles hin muss, das habe ich auch gesehen. Aber ist ja noch nicht freigegeben von Modhub. Cosplay soll jetzt auf Modhub auch gehen. Jo. Das ist die Release-Version, die jetzt da. Hier auf dem Server nicht, aber beim anderen. Ja. Aber das ist nicht so wichtig, wenn das alte funktioniert. Cosplay ist ja schnell ergänzt, das ist ja nur eine kleine Datei. Also meinst du, können wir nächsten Samstag dann schon eine neue Version spielen? Ja. Ich bin an sich relativ flink drin und daher. Naja, rein rechnerisch hast du ja jetzt 7 Tage Zeit. Eben drum. Rein rechnerisch, wenn nichts dazwischen kommt. Ansonsten musst du melden und Discord mal. Mach ich dann. Ganz Feld zugeparkt. Ganz Feld zugeparkt hier, ne? Unglaublich. Ja.
Wir haben nicht mal die Creme ausgebaggert. Machen wir das nächste Mal. Na ja, gut. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Aber nur, wenn wir einen Liebherrbagger haben, ne? Einen speziellen. Hm. Ah. Weil ich gerade den ganzen Sand drin sehe und die Erde. Mhm. Also normalerweise ist ja so, dass Gräben mit der Zeit, die wachsen ja zu. Mhm. Und damit der Fluss funktioniert, muss das regelmäßig ausgebaggert werden, und zwar das Grünzeug. Hat bei uns früher die Melioration gemacht. Die ganzen Gräben, die bei uns so gab, die wurden immer ausgebaggert regelmäßig. Okay. In den Torfwiesen. Schöne Erdbeeren. Ja, ne? Wenn es verkauft so, gefahren. Ich hab mir heute Kirschen gekauft. Ah. Bin ich so der Kirschenfan? Ich schon. Die ist sogar Sauerkirschen. Boah. Lecker, richtig. Schön herb, du. Oh, da muss ich alles zusammenziehen im Mund. Schön. Ich habe nie Sauerkirschen gegessen. Ah, ich habe sie schon mal gegessen, aber ich mag die nicht. Ich krieg davon über Blähung des Todes. Blähung? Ja. Halt bei mir auf, habe ich immer. Wow. Hey, schöne Sauerkirschen. Schön reif. Wenn sie schön reif sind, dann sind sie sehr gut. Kennst du die Vogelkirschen? Ja. Das sind Wildkirschen. Die schmecken auch sehr gut, wenn sie reif sind. Schön. Wenn sie Richtung Schwarz gehen. Das ist auch sehr gut. Okay. Wir haben als Kinder die Bäume geplündert, die bei uns in der Umgebung waren. Mhm. Die Wildkirschen gibt es in den Torfwiesen oben bei den Kugeln. Bei der zweiten Kugel. Mhm. Da sind am Rand dicke, fette Bäume mit Wildkirschen. Ansonsten drei Süßkirschbäume sind nochmal in Gerstin da oben. Drei. Ein weiterer Kirschbaum muss bei Gerstin durchfahren und dann Richtung ehemaligen Armeegelände fahren. Mhm. Das war ein Baum. Müsste man veredeln normalerweise. Kennst du sowas? Ja, Schnaps. Nenn den Edelschnaps. Oh. Veredel mal was anderes. Dass man da einen Ast abschneidet, ganz sauber, und dann auf dem anderen Baum aufhopft. Mhm. Dann hast du die Sorte auch zu Hause zum Beispiel. Mhm. Weil die Sorten an sich gibt's ja nicht mehr. Ja. Leider, leider. Ein Baum kriegst ja, wenn du einen Stein pflanzt, kriegst du immer einen neuen Baum raus. Ja. Und bis du weißt, dass er gut schmeckt, das kann ein bisschen dauern. Ich habe mir so einen Säulenbäume gekauft. Okay. Kirsche, Birne, Apfel und Pflaume. Das sind kleine Bäume nur. Aha. Wenn die reif sind, stelle ich sie in eine Wohnung. Und kein Star, die auffrisst. Hm. Theoretisch geht das. Mhm. So, die werden ganz schön schwerer in meiner Zeit. Soll eigentlich nur am einen Stamm wachsen. Also so ein Stamm in der Mitte und das war's. Und links und rechts die kleinen Stämme. Ja.
Ist kein Baum in dem Sinne, sondern mehr eine Säule. Kannst als Hecke pflanzen. Aha. Aber dann eine teure Hecke. Aber ist ja machbar. Ja. Oh. Ja, hier kommt mal KI-Verkehr. Muss ich Warnleuchte anmachen? Ja. Zu spät, ne? Ein bisschen, ja. Alter, zahlt Versicherung. Da hast du noch die Spanplatten geholt? Ja. Ich verkaufe gerade alle Paletten nochmal, damit die nachher nicht beim Umzug unter die Map glitschen und so Scheiß. Stimmt. Ist ja auch Performance-lastig. Öl und Sorg um Hirse. Er ist auch verkauft, ne? Die Eier, ne? Die Eier bin ich gerade dabei, ja. Achso. Achso, das sehe ich gerade. Eier. Eier, Eier. Wahnsinn, wir haben 11. Ja. Kannst mal sehen. Bleibt nur die Zeit, keine Ahnung. Oh, jetzt 14 Folgen arbeiten. Viel Spaß, du. Schade, dass man nicht parallel dort machen kann. Sind es nicht sogar 15 Folgen gleich? Was sagst du? Sind es nicht 15 Folgen? 7 Folgen ja, Ehrengrad, 8 Folgen NF. Wenn wir jetzt 8 Folgen haben, sind es 15, ja? Ja, dann sind es 15. Dann ist das so. Ich lade aber heute aber nur 2 Folgen von der Marsch hoch. Ach doch. Damit die Bearbeitung erfolgt. Millionen haben wir jetzt. Ja. Wenn die Silage schon noch rechnen würden, da kommt was zusammen. Ja, bestimmt. 3,5 und 4. Bestimmt 7 Millionen Silage. Ja. Bis 8. Wahnsinn. Hier muss der Schlachthof her. Ist er schon fertig im Schlachthof? Glaubt nicht. Nee. Ja, so viel Arbeit. Was so ein Bauer alles machen kann, du. Ja.
Also normalerweise in der Mühle brauchst du auch Personal für, ne? Sag mal, 2-3 brauchst du bestimmt dafür. Dauerbetrieb normalerweise. Ist doch echt gar nicht. Du musst ja auch mal rechnen, dass einige in Urlaub sind oder so. Ja. Oder mal krank sein könnten. Also 5-6 Leute brauchst du garantiert. Dann brauchst du noch einige bei, die kleine Reparaturen durchführen können. Morgen ist Samstag. Ja. Richtig ungewohnt. Weil normalerweise mein Gefühl ist heute wie Sonntag. Weil ich schon 2 Tage frei hatte. Ja. So, fangen wir mal mit der Bürokratie an. Ja. Mühle. Auch nochmal 3,7 Millionen. Millionen Liter Silage haben wir insgesamt. Ja. Das ist nicht schlecht. War ja auch fleißig. Im zweiten Silo. Ja. Alleine. Größtenteils, ja. Ja, fast. Im Silo anfangs geht ja immer noch, da fahren die durch und so wird durch. Das später näher verdichten, das ist ja das Problem. Oder zumindest das Breitfahren. Ja. Das macht ja richtig Arbeit. Das ist eine angenehme Summe, du. Ich habe festgestellt, wenn du 3-4 Folge, wenn du machst, dann können die auch entsprechend wenden. Die erste Runde ist noch blöd. Ja. Und dann her geht's. Naja. Wir müssen sehen, ob wir meist die größeren Felder nehmen. Dann geht's auch. Bei kleinen Feldern hast du mehr Arbeit. Der Aufwand größer. So, liebe Schauer, das soll's auch schon vorher gewesen sein. Dann sagen wir mal tschüss, tschau. Ja, morgen geht's hier weiter, Herr Marsch, mit Arbeit. Tschüss. Ja. Tschüss.